Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Game mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Make Dark Souls 2 Great Again, meinem rein positiven Playthrough von Dark Souls 2 Inner Scroll of the First Sin Edition. Und liebe Freunde, wir sind weiterhin im Schrein von Amana. Wir haben mit einem Milfinito, mit einer Milfinito gesprochen, der weiblichen Variante quasi von den Wesen, die über den Tod wachen, den Nachkömmlingen von Nito. Und wir sind hier im Schrein von Amana, wo alle Welt sich fragt, ja, ist das nun ein Schrein des Landes Amana oder ein Schrein für ein Wesen namens Amana? Was hat es eigentlich mit diesen Bäumen auf sich, die übrigens interessant von einer Wurzel zu stammen scheinen oder von einer zumindest vielen Hauptwurzeln zu stammen scheinen, die wie ein Geflecht unter dem Schloss sich ausbreiten oder dem Schloss von Dranglake. Ja, die Verbindung da könnt ihr selbst ziehen, die sind auf jeden Fall vorhanden. So, liebe Freunde, wir gehen einfach mal weiter in der Hoffnung, dass die Milfinito bald weiter für uns singen wird. Ansonsten werden hier die ganzen Typen relativ sauer auf uns sein. Sie sind es auch schon. Naja, ein Glück, dass ich genug Pfeile dabei habe, sodass wir die Kollegen relativ leicht ausschalten können und uns das Gebiet dadurch ein bisschen einfacher machen können. Denn ihr seht, ah, jetzt fängt sie an zu singen. Sehr schön. Und schon gehen sie wieder alle in Schlummer und wir können uns nur mit diesen Kollegen uns aufhalten. Nein, nein, mit diesem Kollegen meinte ich. Aua, ey. Da warte ich doch eigentlich eine Combo. Ah, glitzerndes Titanit. Okay, hier kann man das nämlich farmen bei den Kollegen. Aber eigentlich habe ich gedacht, sie lassen vielleicht mal ihren Streitkolben fallen. Dann könnte man noch ein bisschen über die reden. Denn das sind, wie gesagt, Priester, Kampfpriester der Lindelt-Sekte, hierher geschickt wurden, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und welche Aufgabe das ist, das werden wir gleich noch bereden. Lass doch mal bitte jetzt nicht glitzern, sieht doch nie fallen. Erzdrakenhelm, genau. Die Erzdraken-Sekte von Lindelt. Na gut, warte mal, bevor ich mir das durchlese, muss ich mich nochmal um den da kümmern. Und holen wir nochmal die paar Items hier. Seelen des verlorenen Untoten. Ja, passt natürlich hier zu diesem Schrein. Seelen des verlorenen Untoten. Ach ja, und jetzt komm her. Mein Freund. So, jetzt bin ich dran. Ah, die halten schon ganz schön was aus. Die haben ein cooles Schild. Das will ich eigentlich unbedingt von denen haben. Vielleicht lässt das mir auch gleich mal fallen. Nee, glitzerndes Titanit. Ich meine, das ist nicht verkehrt. Glitzerndes Titanit, Gott behüte. Das ist eine coole Sache. Aber ist nicht so geil wie ihr Erzdrakenhelm. Den können wir jetzt übrigens mal aufziehen. Oder beziehungsweise uns mal anschauen. Wo ist er? Da ist er. Helm der Erzdrakensekte aus Lindelt. Man weiß nicht viel über die Erzdrakensekte und ihre uralten Rituale. Wer sich ihnen neugierig nähert, der verschwindet schlicht. Die Erzdrakensekte hütet die Historien von Lindelt, so etwa auch die einzigen Dokumente seiner Gründung. Dieses Werk wird aus gutem Grund vor aller Augen verborgen. Vielleicht, wie gesagt, weil das Land Lindelt eigentlich ein Ort der Gottesanbetung und der Wunder war und dann plötzlich die haben sich der Zauberei und den Erzdraken, den Feinden der alten Götter, zugewandt. Die Urdrachen, die Erzdraken. Und das ist natürlich nicht so geil, ja, wenn man das macht. Und deshalb wird ihre... Moment, liebe Freunde. Bin ich jetzt total bescheuert? Ich sehe doch da ein Item da oben. Habe ich das verpasst? Das kann ich aber mir nicht vorstellen, dass ich da oben ein Item verpasst habe. Das ist wahrscheinlich bloß ein Lichtfehler. Weil da oben kann ich mir nicht vorstellen, dass ich ein Item verpasst habe. Und das ist natürlich nicht so geil, ne? Dass diese Erzdraken sich den... Also, dass diese Sekte sich den... Also, vor allem Sekte. Sekte impliziert ja schon, dass das was nicht so Feines ist. So, tut mir leid, mein lieber Freund. Ich muss dich ausschalten. Oh, oh. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, ob das eine Mimik ist. Ich weiß nur, dass ich hier aufpassen muss, weil Bewegung... Wie gesagt, ich glaube, das ist keine Mimik. Nein, das ist keine Mimik. Das wäre auch gemein hier. Drachenamulett, natürlich, ergibt Sinn, wenn die Erzdrakensekte ist, die Erzdraken anbeten. Draken sind ja nochmal was anderes als Drachen, aber hey, ihr wisst ja, was ich meine. So, apropos, hier seht ihr, was passiert, wenn sich ganz viele solcher Leuchtkäfer zusammentun. Und wir sie durch unsere Anwesenheit ein bisschen vertreiben. Und dann sehen wir hier so entstellte Käfer. Die sind aber ein bisschen anders, weil die versprühen kein Gift, sondern Zerstörung unserer Rüstung. Ja, das ist also eine Abwandlung davon.
Die halten auch ein bisschen mehr aus als ihre, ihre Leute in der, wie heißt es, in Irrenspitze. Ich weiß gar nicht, ob hier Items drin sind. Ich glaube ja. Deshalb müssen wir uns mit diesen Typen mal auseinandersetzen. Boah, das mache ich lieber aus der Entfernung. Trotzdem will ich es eigentlich nicht, weil die sind eigentlich, wie gesagt, recht friedlich. Aber hier sieht man sie vielleicht mal ganz gut. Na, mit ihrer komischen Zunge, mit ihren komischen, vielleicht ja auch Lebenssteinen auf dem Rücken. Oder zumindest sowas ähnliches. Na, so die Pestbeulen könnten es auch sein. Aber vielleicht auch so kristalline Seelen. Na, man weiß es nicht, man weiß es. Ich glaube, hier ist was drin. Ich glaube, hier ist was drin. Deshalb müssen wir sie gerade mal ausschalten. Tut mir leid, liebe Freunde. Ich will es eigentlich nicht. Ihr seid eigentlich relativ harmlos. Aber hey, so müssen wir das machen. Genau, denn hier ist eine Truhe drin. Und die ist wichtig. Die brauchen wir. Ich glaube, die ist wichtig. Das ist eine steinerne Truhe. Genau. Na, obwohl, so wichtig war es nicht. Gut, die glatten, seidigen Steine, klar. Vielleicht haben die auch die im Rücken. Diese glatten, seidigen Steine haben sie vielleicht auch im Rücken, die wir da gerade gesehen haben. Man weiß es nicht. Aber das war jetzt noch nicht der schwere Teil von Schrein von Amana. Wo man ja, wo, wie gesagt, ich die Meinung vertrete, dass das ein Wesen ist. Aber hier kommen wir zum wahren Schrein von Amana und seiner wahren Bedrohung. Nämlich den Damen da hinten. Das sind Amana-Priesterinnen. Was natürlich wieder impliziert, dass sie entweder dem Wesen angehören oder diesem Königreich oder dem Reich Amana. Aber bevor wir uns denen widmen, gehe ich erstmal zu diesem Leuchtfeuer, was es da hinten gibt. Ich glaube, hier kann ich laufen. Die Kolleginnen, die waren gerade in der Ursprungsversion des Spiels, oh Gott, richtig fies und haben einen richtig abgefuckt. Denn die schießen mit Seelenpfeilen auf uns. Aus sehr großer Entfernung. Und genau deshalb habe ich mein Levellenschild hier dabei, das ja eine sehr große Magieabsorption hat. Denn, wie gesagt, man kann sich dieses Gebiet einfach machen. Das Spiel gibt einem alle Werkzeuge, die man dazu braucht. Gerade jetzt in der Skull of the Fascinating Edition auch sogar ja noch die den Zauberquarzring plus 2, der ja nochmal ein bisschen Zauberabwehr bietet. Habe ich nicht getroffen. Schön. Naja, gut. Dann muss ich dich mal... Komm her. Komm her. Du kleines... Hier. Fein. Bin ich dran. Komm her. So. Böses, böses Wesen. Und deshalb, man kann sich hier, wie gesagt, die Sachen einfach machen, wenn man das möchte. Oder wenn man das will. Ich kann auch zur Not übrigens, interessanterweise, so kann man sich das auch relativ simpel machen, wenn man das will. Wenn man zum Beispiel ein Kleriker ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hinkriege, aber ich denke mal, das müsste ich hinkriegen. Und zwar genau jetzt. Ah, verdammt, bisschen zu früh. Ach Mist, schon wieder. Hey! Normalerweise ist eigentlich Wucht dazu da, solche Sachen abzuwehren. Habe ich mich da jetzt da komplett verschätzt? Na gut, wartet mal kurz. Ansonsten gibt es noch eine andere Variante, die wir machen können, ohne das einfach mal zu blocken. Moment, ist es dann am Ende was anderes? Ist dann Wucht, ist das dann nicht? Also Wucht ist lenkt auf jeden Fall Projektile ab. Aber jetzt guckt euch das mal an, wenn ich mein Schild hochnehme, was 75% Magiereduktion hat. Das macht die ganze Sache doch schon wesentlich einfacher, oder? Guckt euch das an, das hat mir fast nichts abgezogen. Alternativ geht auch Folgendes. Das sind alles Dinge, die man vorher kriegt, bevor man durch den Schrein geht. Alternativ geht auch dieses Parma, und das geht jetzt aber definitiv. Geht auch das hier. Das gesehen? Zack, kann man auch die ganze Zeit machen, wenn man das möchte. Das ist ein Parma, das Zauberei pariert, und da ist das Fenster wesentlich größer und großzügiger als bei jetzt normalen Schwertparaden. Also, ich verstehe immer nicht, wie die Leute sich über diese Schwierigkeit beschweren. Man muss sich nur richtig ausrüsten. Dann hat man... Oh, jetzt habe ich... Ja, genau. Dann hat man eigentlich überhaupt kein Problem mit den Kolleginnen. Diesen schönen Priesterinnen. Klar, wenn es mehr wären, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten... Zack. Och Gott, Verlassener. Das nervt jetzt gerade, dass du jetzt kommst. Wo bist du denn? Da hinten bist du. Penner. Ach, mit seiner Sense. Die habe ich übrigens auch, liebe Freunde. Weil ich ihn schon mal umgenietet habe. Komm her, du Nasenbär. Mit dir habe ich nun gar nicht gerechnet. Aua. Jetzt bin ich dran. Mensch. Oh Gott im Himmel. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
scheiß Verlassener. Ihr seht, also es, die Priesterin selbst, ich kann nicht verstehen, wie sich Leute über die Schwierigkeit beschweren. Man kann hier ja sogar cheesen, man kann ja auch wirklich die cheesy Variante machen. Und quasi sagen, ey, ich schieß die von der Ferne mit meinem Bogen weg. Das ist auch eine Variante, die man machen kann. Aber man kann es auch einfach sich ein Schild nehmen, das fetteste Schild, was man haben kann. Also ich habe jetzt übrigens das Levellenschild genommen, weil es schön klein und handlich ist. Man hätte jetzt zum Beispiel auch, ich hätte zum Beispiel auch hier das, zum Beispiel das Chaos-Schild hat 85% sogar. Kriegt man vom guten Falcon zum Beispiel. Oder hier das Goldschwingenschild hat 80. Oder ich nehme mein fettes, wo ist denn mein Havel-Schild? Das hat 90. Ja, also man kann es sich hier relativ simpel machen, aber ich habe natürlich hier mein Levellenschild genommen, weil es generell relativ, Allrounder-mäßig drauf ist. Also ich kann diese Schwierigkeit nicht nachvollziehen. Wirklich nicht, liebe Freunde. Ich kann sie nicht nachvollziehen. Sie ist relativ einfach und außerdem kann man ja das Ding, dem Ding ja auch noch ausweichen, wenn man das will. So, ich hoffe, die lassen mal was fallen, was uns ein bisschen hilft. Und außerdem hat das Spiel ja auch einem genug Deckung hier gegeben. Achso, und übrigens, die Gegnerplatzierung hier ist natürlich in der Skull of the Fistini Edition ein bisschen anders. Der Oger stand da auch schon immer, aber der alte Ritter hier nicht, den wir hier gerade gesehen haben, der stand da nicht. Also hier gibt es genug Möglichkeiten, um dieses Areal zu meistern. Jetzt aber. Ich bin nicht dran, ihr Nasen hier. Also es... Ich verstehe immer nicht, wie sie sich über... Also das ist wieder diese künstliche Schwierigkeit. Ich weiß gar nicht... Ach, die lassen nur ein Drachenamulett fallen. Es ist wieder diese künstliche Schwierigkeit, von der wir hier reden. Klar! Wie gesagt, hier zum Beispiel, ich kann euch alle möglichen Tricks, kann ich euch zeigen. Wenn ihr die seht, man muss ja halt nur aufmerksam da durch die Gegend gehen. Schon? Also das ist auch eine Möglichkeit. Also man hat hier eigentlich keine schwere Zeit in diesem Gebiet. Wenn man weiß, was man tut und wenn man es dementsprechend ausrüstet. Und das Spiel gibt einem alle Werkzeuge, das zu tun. Sagt nicht, oh, jetzt hast du halt Pech. Nee, man hat alle Werkzeuge, um sich auszurüsten. Da hinten, die nächste Dame, die kann man entweder umgehen oder man kann sie von hier schon schießen, wenn man das will. Man ist hier ja relativ gut geschützt. Na, dann muss man natürlich gucken, aha, die Kollegen, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Oh, oh. Ja. Yep. Okay, also der andere Schlag geht über sie hinweg, das muss ich mir merken. Also man hat hier eigentlich alle Möglichkeiten. Ich glaube, hier muss man springen. Ich glaube, gab es da oben eine... Ne, das war dann später, wo es dann ein Dings gab. Ein, naja, geht sogar, glaube ich, nicht. Das gab es dann... später gab es dann hier ein Item auf so einem Kletterbahn-Ding. Und jetzt werden jetzt wieder sagen, ja, Philipp, das ist ja noch der Anfang. Später wird es ja noch richtig fies. Das stimmt, aber auch hier... Es gibt alle Werkzeuge, die einem das komplette Leben in diesem Schrein, der übrigens wunderschön ist durch diese Blüten... Das ist wunderschön. Wunderschön. Erleichtern. Achso, du. Ach ja, gut. Bevor ich mich dem Ritter widme, kommst du. Wie gesagt, vor allem, wenn man genug... Man muss es ja nicht mal irgendwie so machen. Ah, ich habe hier dieses, ich habe hier diesen, dieses Schild oder so. Man kann einfach einen Bogen sich nehmen. Ja, wenn man sagt, ah, das Levellenschild wurde nicht gedroppt bei mir... Ja, ihr seht auch, wie gut das eigentlich funktioniert. So ein kleines Schild. Okay, das war jetzt dumm einfach von mir. Ja, das hat jetzt nichts mit der Schwierigkeit dieses Gebietes zu tun, sondern das ist einfach mein Unvermögen, dass ich einfach zu gierig war und wieder zwei schwere Schläge angebracht habe. Oder könnte auch drei schnelle. Und schon kann man sich doch das Gebiet hier komplett einfach machen. Also ich verstehe die Kritik bis zu einem gewissen Grad. Dass ich sage, oh, das ist so fies. Ja, aber wie gesagt, wenn man weiß, was man tut, ist es nicht fies. Ja, also klar, das Gebiet fordert von einem viel. Man muss auf seine Umgebung achten, man muss auf diese... man rollt manchmal ins Nichts, das wird mir auch noch passieren. Aber ich finde, das sind alles keine Kritikpunkte im Hinblick darauf, ich schaffe dieses Spiel nicht oder dieses Gebiet oder das ist einfach nur schlicht unfair. Nee, es ist nicht. Es ist nicht unfair. Es ist vielleicht hier und da ein bisschen herausfordernd. Unfair ist es nicht. Und das geht ja zu dem gerade konträr, was wir im letzten
im letzten Teil oder im vorletzten Teil hatten, dass die Souls-Reihe eben nicht schwierig ist, weil sie immer einem Mittel und Wege aufzeigt, wie man diese Schwierigkeiten umgehen kann. Immer. Sie sagt nie zu einem, oh, jetzt hast du halt Pech. Jetzt hast du halt Pech, mein Freund. Da musst du dich jetzt irgendwie durchsterben durch das Gebiet. Ist nicht der Fall, liebe Freunde. Wir haben alle Möglichkeiten. Hier zum Beispiel, zack, hab ich wieder mein Schild. Wie gesagt, das kann ich mir alles sogar noch mehr reduzieren, wenn ich das möchte. Indem ich, ich glaube, hier kann ich langlaufen, ne? Ich glaube, hier kann ich langlaufen, da falle ich nicht rein. Indem ich mich A, verstecke, ein Schild benutze, das Magieabsorption hat. Klar ist das gemein, dass hier hinter mir eine steht, aber Dark Souls Fallen sind immer gemein. Aber wenn man einfach, vor allen Dingen, wenn man dann wieder mal weiß, das ist ja wieder dieses Trial and Error, was in jedem Souls-Spiel drin ist. Ist ja nicht so, dass die Leute sich darüber beschweren, dass es nur in Dark Souls 2 drin ist. Zen's Fortress ist ein einziges Trial and Error-Prinzip in Dark Souls 1. Und da beschwert sich komischerweise nie drüber. Die meisten sagen, das ist mein absolutes Lieblingsgebiet. Ja, aber da gibt es auch so viele eklige Fallen. Ich erinnere mich nur an die letzte Sequenz mit den letzten schwingenden Äxten, wo dann von der Seite dieser komische Schlangenmagier auf einen feuert. Die übrigens, das ist ganz eine schöne Parallele zum Schrein von Amana, einem das gesamte, im gesamten Sans Fortress beschießen die einen mit Blitzen und können einen von diesen Plattformen runterschießen dadurch. Ja, also, und da beschwert sich, und da sagt jeder, Sans Fortress, geiles Gebiet. Obwohl es eigentlich arschschwer ist und einem wirklich sagt, das ist aber ganz schön unfair. Hier, diese ganzen Fallen und so. Und apropos Fallen bzw. unfaire Dinge. Ihr seht da hinten einen Drachenreiter. Und der bewacht ganz abseits, nicht prominent, sondern auch ohne Lichter und alles sowas, dieses zugewachsene Loch, diesen zugewachsenen Zugang. Der ist sehr wichtig. Der wird auch irgendwann noch wichtig werden für uns. Deshalb werden wir uns aber mit dem noch nicht auseinandersetzen. Ist vielleicht nur so viel ein kleiner Hinweis, dass das ein Drachenreiter ist, die Elite und quasi Leibgarde von Fürst Ventrik. Nur kleiner Hinweis, was sich vielleicht hinter diesen Ästen und so verbirgt. Und ihr seht, ich habe jetzt zwei Essos-Verkone verbraucht. Einen, weil ich mich dumm angestellt habe gegen den alten Ritter. Aber ansonsten, relativ einfaches Durchgehen hier durch dieses Gebiet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte jetzt hier hinten noch lang gehen. Ich glaube, ich gehe auch noch hier hinten lang, weil hier kommt ja der Ogre. Ich glaube, hier kann ich drauflaufen. Ja, genau, weil hier hinten, wenn ich hier hinten lang gehe, ist ja da dieser Ogre. Und, und hier noch ein Bursche, der sich versteckt hat für uns. Oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, was die fallen lassen. Ein Menschenbild. Ziemlich geil. Kann man immer gebrauchen. Guck mal, haben wir das, was wir jetzt gerade verloren haben gegen den Verlassenen? Ich glaube, wenn ich jetzt... Achso, da hinten ist noch einer, den können wir auch noch töten. Hier dürfte keiner sein. Ich glaube, wenn ich hier jetzt mal eine Fackel anmache, dürfte das eigentlich... Oh, Mensch, du Nasenbär. Ach ja, merken. Der letzte Schlag tötet die nicht. Also trifft die nicht mal. Wenn wir jetzt hier lang gehen, müsste, glaube ich, der Ogre kommen. Genau. Ah! Schöne kleine Tür oder, sag ich mal, so eine Wand. Sieht man vielleicht so alten Insignien von Amana. Ja, es ist halt ein Gebiet, das einen ein bisschen zur Vorsicht ermahnt. Und natürlich ist das gemein hier, dass die Dame hier so steht. Aber wenn man einfach aufmerksam auf seine Umgebung achtet, dann kriegt man das schon hin. Dann ist das alles durchaus machbar. Klar, diesen Ogre sollte man am besten, baiten. Aber das sind alles so Dinge, die Dark Souls 2 doch für mich auch zu was Besonderem machen. Ja, dass man eben wirklich alle Tools nutzen muss, die einem zur Verfügung stehen. Hups. Und ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich nicht von dem gefressen werde. Das Problem ist bei dem, dass der halt... Genau, kommt der hier rum? Ich weiß es gar nicht mehr, ob der hier rumkommt. Denn der bewacht ein schönes Item, das ich unbedingt haben will. Aber das werden wir uns dann erst holen, sobald er aus dem Weg ist. Yep, cool. Können wir also cheesen.
Was, finde ich, eine legitime Möglichkeit ist, durch dieses Gebiet zu gehen. Alle sagen, ja, das ist nicht Dark Souls-esque. Doch, genau das ist Dark Souls. Hindernisse, die einem in den Weg gestellt werden, mit denen klarkommen. Das ist Dark Souls. Das ist Dark Souls. Das ist die Essenz von Souls. Dass man vor ein Problem gestellt wird und das Spiel einem nicht sagt, wie man es zu lösen hat, einem nicht vorgibt, okay, du musst jetzt hier in den Nahkampf gehen. Nö, keiner zwingt einen, in den Nahkampf zu gehen. Man kann jederzeit sagen, nö, ich löse das hier aus der Ferne. Ich löse das mit Magie. Ich löse das mit dem Schild, das die Zauber pariert. Ich löse das mit einem Schild, das Zauber generell besser blockt. Ich löse das mit all diesen Dingen. Das sind alles, und das Spiel, wie gesagt, gibt einem da alle Möglichkeiten. So, hier, zack. Klar, der Kollege jetzt hinter mir, der ist jetzt natürlich ein bisschen unfair. Und dass hinter mir gleich der Zauber wieder ankommt, ist auch nicht gerade cool. Aber es gibt ja trotzdem die Möglichkeit, dem auszuweichen. Also, ist schon wieder derselbe Fehler. Den habe ich jetzt gemacht, weil ich doof bin. Ich habe kein Problem mit diesem Gebiet. Das, zu dem Item kommen wir da hinten übrigens noch. Oh, da habe ich jetzt mich zu weit vorgestellt. Ihr seht, man scheitert hier eigentlich nur an seinem eigenen Blödsinn. Man scheitert nicht an der Tatsache, dass das Spiel zu schwer ist. So, hier zack. Dann bin ich dran. Wenn man alle Werkzeuge benutzt, die einem zur Verfügung stehen, dann hat man eine einfache Zeit. Aber kommen wir mal von der Schwierigkeit wieder weg. Denn das ist das, worüber sich die meisten Leute beschweren. Und ich wollte einfach euch nur vor Augen führen, dass A, Souls-Spiele nie, also dass A, Schwierigkeit quasi kein Qualitätsmerkmal ist. Aber auf der anderen Seite auch Souls-Spiele immer eine gewisse Herausforderung dargestellt haben. Also ich weiß nicht, was sich Leute gedacht haben, wenn man zum Ende des Spiels geht. Vor allen Dingen, weil es ja auch thematisch passt. Ihr müsst euch überlegen, wir sind kurz davor, dem König zu begegnen, der geflüchtet ist, der nicht wollte, dass man ihm folgt. Achso, und jetzt, glaube ich, hier kann ich jetzt, glaube ich, eine Fackel mal anmachen. Ich glaube, hier kann ich jetzt mal eine Fackel anmachen. Das wäre, glaube ich, jetzt nämlich auch sehr sinnvoll, hier eine Fackel anzumachen. Klar, da verliere ich jetzt natürlich meine Fähigkeit, diesen Zauber zu blocken. Aber hey, da muss man durch als Lurch. Ach Quatsch. Wie gesagt, ihr seht, ich habe sehr viel Dark Souls 3 in letzter Zeit gespielt, denn ich wollte gerade die Fackel als Item ausrüsten, anstatt sie per Dings zu anzumachen. Denn hier, wie gesagt, achso, da, ihr seht, wie wütend der Kollege hier ist auf uns, dass wir die Fackel angemacht haben. Und Menschenbild? Immer schön. Ich hab nicht mal einen Ring, der mir eigentlich so, wie sagt man, die ist einem Feind erhöht. Oh, hallo, schönen guten Tag, junger Mann. Ja, ihr seht, wie wütend die sind, wenn wir eine Fackel hier mitbringen. Das schmeckt denen gar nicht. Aber man sieht sie ja überall, das ist das Gute, weil man sieht sie ja durch das Wasser, das sie aufwirbeln, sieht man sie ja relativ leicht. Und klar ist das gemein hier, dass hier diese Kollegen kommen und da hinten, ach, jetzt habe ich die Fackel natürlich ausgemacht, das war dumm von mir. Das war, wie gesagt, nur einfach mein Fehler. So. Müssen wir uns nochmal heilen und dann nochmal die Fackel anmachen. Denn eigentlich ist mein Ziel heute nur noch zum nächsten Leuchtfeuer zu kommen. Aber ich habe ihn abgeschwurft. Natürlich, wie gesagt, waren Souls-Spiele nie einfach. Also sie waren immer herausfordernd. Aber das waren andere Souls-Spiele auch. Aber dass das hier so gerne als Exemplar genommen wird, dafür, dass Dark Souls 2 nicht verstanden hat, was die Souls-Reihe ist, finde ich ein bisschen fragwürdig, denn genau das ist die Souls-Reihe. Genau das ist die Souls-Reihe, dass man sich an etwas anpasst, an eine Herausforderung, an Hindernisse, die einem in den Weg gestellt werden. Und man muss einfach nur hier mal ein bisschen Timing benutzen. Ihr seht, ich glaube, ich weiß ungefähr, wie ich jetzt das zu handhaben habe, hier. Die ganze Geschichte. Genau. So. Ich glaube, ich sehe es noch gerade so, aber da die Dame mich jetzt nicht
befeuert. Dann müssen wir schnell schauen. Nein, da die Dame mich nicht befeuert, nicht treffen kann und auch sich nicht bewegt, können wir nochmal, ihr seht, ich wollte schon wieder die Fackel als Item ausrüsten. Können wir nochmal eine Fackel anmachen? Ich will unbedingt dieses Item da hinten haben. Generell will ich ja immer alle Items haben, aber hier macht es dann halt noch mehr Sinn. Denn das hier ist eine Estus-Flakon-Scherbe. Braucht man ganz dringend. Sollte man sich immer holen. So, und jetzt gehen wir einfach wieder zurück. War das jetzt so schwer? Nein. Bin ich vorsichtig vorgegangen? Ja. Belohnt einen Dark Souls dafür, dass man vorsichtig ist? Ja. War das in anderen Dark Souls-Spielen schon so? Genau. Also, zu sagen, dass das hier nicht Dark Souls ist, sondern unfaire Scheiße, frage ich mich immer, wer das immer in die Welt setzt. Habt ihr jemals Dark Souls gespielt? Also die Reihe. Also ich verstehe, dass sich Leute abfacken. Oh, warum müssen diese Soul Arrows, also diese Seelenpfeile, auch noch zielsuchend sein? Warum können die nicht einfach geradlinig? Dann kann man denen viel besser ausweichen. Sicherlich. Aber warum muss einem Sense Fortress, sage ich jetzt einfach mal, diese schwingenden Pendel geben und dann auch noch, dass man von der Seite beschossen wird? Und diese rollenden Felsen, die einen dazu zwingen, ein bisschen hektisch durch die Gegend zu laufen. Ja, das sind halt alles Dinge, die man halt, sag ich mal, bewältigen muss. Das ist ja auch das, was einen das Spiel immer herausfordert, wenn es sagt, okay, wenn du jetzt aufgibst, dann bist du halt zur Hülle geworden, dann hast du deinen Verstand verloren, dieses Gameplay, was mit der Thematik verbunden ist. Ja, hier sehen wir übrigens einen, wir haben ein, zählt mal die Hütten, die wir hatten. Wir haben eine Hütte gehabt. Ist das eine? Nee, manchmal gibt es ja noch so Leichen, die versteckt sind, die noch lebendig sind. Ihr seht übrigens, eine Hütte war ein Milfinito drin. Übrigens hier wieder ein alter, schimmernder Lebensstein. Dann hatten wir eine zweite Hütte. Die ist aber leer und ein bisschen verfallen. Und dann kommen wir jetzt gleich zu einem weiteren Gebiet. Aber erstmal will ich mich noch zum nächsten Leuchtfeuer versuchen durchzuschlagen. Da müssen wir hier lang. Genau, an diesen Kollegen vorbei. Ich weiß gar nicht mehr, geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Genau. So, kommen wir mal hier lang. Da hinten ist auch ein Gebiet, wo ich dringend hin möchte. Schön, hast du verfehlt, mein Freund. Jetzt bin ich dran. Eigentlich habe ich sau viele Seelen. Das passt mir gerade gar nicht, dass ich so doof war und mit so vielen Seelen durch die Gegend hier laufe. Ah ja, hinten. Seht ihr? Das ist ein Gebiet, wo wir hingehen können. Und hier sind so auch Überreste von einer Mauer oder von anderen Gebieten. Also anscheinend war um diesen Schrein von Amana, war anscheinend mal auch so eine Art kleine Gemeinde drumherum gebaut worden. Nur für euch. Wir können wieder schießen, wenn wir wollen. Ja, können wir es uns einfach machen. Wie gesagt, also ich hatte mit dem Schrein von Amana nie Probleme. Nie. Es war nie ein Gebiet, wo ich gesagt habe, das ist schwer und das ist für mich nicht Souls, sondern das ist scheiße. Nö, hatte ich nicht. Zumal die Leuchtfeuer cool verstreut sind. Komm, lass mal deinen Stab fallen. Oder dein Schild. Das ist noch viel besser. Schild ist noch viel besser. Nein? Gut, dann halt nicht. So, ist da die Amana-Priesterin, die heilt? Das ist die da hinten, genau. Das ist die, die schießt, die Amana-Priesterin. Die müssen wir uns aus dem Weg schaffen. Und dann gibt es eine Amana-Priesterin, die nur heilt. Die hat keinen Fernkampf. Die hat keinen Fernkampf. Sondern nur Heilungsfähigkeiten. Und bis wir das tun, machen wir schnell dahin. Zack. Also ihr seht, selbst das ist eigentlich jetzt hier. Wie gesagt, viele sagen, das ist Cheesen oder das ist was auch immer. Ich sag einfach, das ist eine Gameplay-Mechanik. Der hat das Spiel drin. Das hat nichts mit Cheaten oder Lame-Sein zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass man das nutzt, was einem das Spiel gibt. Zum Schluss, liebe Freunde, bevor ich mich jetzt komplett in dieser Thematik wiederhole und komplett hier versuche. Das ist geil. Das ist cool.
Das war sehr gut. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ah, das Arztangewand, das habe ich aber, glaube ich, schon. Das habe ich ja schon gekriegt, glaube ich, in der verlorenen Festung war das drin. Bevor ich mich jetzt komplett in dieser ganzen Schwierigkeitsthematik vom Schrein von Amarna verliere, aber das wollte ich gleich am Anfang weghaben. Da wollte ich jetzt gleich diese Diskussion abtöten am Anfang, beziehungsweise ansprechen, diese Diskussion, die es gibt. Kommen wir mal zu dem, was eigentlich diese ganzen Amarna-Priesterinnen hier so machen. Oder beziehungsweise was generell deren Aufgabe war. In diesem Schrein, diesem heiligen Ort, na, von dem es nur noch Überreste gibt, ihr seht es ja auch, hier so überall nur noch so Überreste, ist ein Dämon. Das ist der Boss dieses Areals. Und diese Priesterin, ich mache mal wieder eine Fackel an. Und diese Priesterin wurden einst damit beauftragt, diesen Dämon, jetzt kommen, glaube ich, wieder die Kollegen an, ja, und haben keinen Bock darauf, dass ich diese Fackel angemacht habe. Noch hier irgendjemand? Oh, wir kriegen Menschenbilder, können wir schön farmen. Das ist so gut. Die wurden einst dazu abgestellt. Ach ja, hinter mir. Dankeschön. Aua. Die wurden einst dazu abgestellt, diesen Dämonen zu besänftigen. Mit ihren. Na, jetzt habe ich. Naja, gut. Das war einfach nur gerade dumm. Ich hätte einfach auch blocken können. Ich hätte einfach auch zuhauen können. Mit meinem Dings. Egal. So. Ach, wisst ihr was? Ich brauche gar keine Flammenschnatterlinge verbrauchen. Ich gehe einfach. Hier lang, genau. Komme ich hier rum oder falle ich hier runter? Ich glaube, da falle ich nicht runter. Ich kann einfach hier an diese Fackel gehen und die anmachen. Genau, hier. Zack, Fackel entzünden. Übrigens wieder an Knochen. Mit Knochen ist das wieder gemacht. Hier ist übrigens eine schöne natürliche Grenze. Ja. Ihr seht auch, besonders schlau sind die nicht. Also, große Herausforderungen sind nicht. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man eine ordentliche Waffe im Gepäck hat. Aber ich wollte hier definitiv erstmal gucken. Kommen hier noch welche? Nein, das war's, glaube ich. Ich glaube, hier hinten ist doch noch ein Oger. Bin doch jetzt nicht ganz doof. Oder? Ist hier hinten nicht noch ein Oger? Ja, hier hinten ist noch ein Oger. Hinter zugewachsenen Bäumen. Da seht ihr auch mal, wie lange dieser Ort hier schon da ist, existiert. Ja, genau, das ist noch ein wichtiges Item. Das müssen wir uns noch holen. Hier kann ich überall rollen. Das ist sehr gut. Das bedeutet... nein... Das bedeutet, wir werden diesen Ogre jetzt mal töten. Komm her, mein Freund. Nein, komm her zu mir. Ja gut, die sind trotzdem keine Laufkundschaft, die Kollegen, aber... Wie gesagt, wenn man weiß, wie man es zu nehmen hat. Und wie gesagt, das Item ist es, glaube ich, auch wert. Genau. Das ist nämlich das Sängerinnenkleid und ein Lebensring plus 2. Und das können wir uns am Schluss noch durchlesen. Dann gehe ich noch schnell zum Leuchtfeuer. Und dann sind wir durch, liebe Freunde. Sängerinnenkleid. Wo ist es denn? Da ist es. Von einer weitgereisten Muse getragenes Kleid. Bietet quasi keinen körperlichen Schutz. Ist aber mit hoher Magieresistenz gesegnet. Ihr seht. Ein weiteres Werkzeug, das einem die Entwickler geben, um gegen diese ganze Zauberei quasi zu bestehen. Diese entzückenden Sängerinnen haben ihren Gesang vom großen Toten persönlich erhalten. Nito. Persönlichkeit bedeutet ihnen nicht viel. Sie leben für den Gesang und sie werden singen, bis sie es nicht mehr können. Persönlichkeit bedeutet ihnen nicht sehr viel. Das heißt, sie haben keine eigene großartige Selbstwahrnehmung. Das sind sehr altruistische Wesen, also sehr aufopfernd gegenüber anderen, ja. Die sind dem Tod verschrieben und das ist ihre einzige Aufgabe. So, aber jetzt muss ich noch mal eine Fackel, weil bis dahin traue ich mich jetzt nicht ohne Fackel. Nein, nutzen. Und ihr seht, also die sind wirklich nur dazu da, um hier die Toten zu besänftigen. Eine sehr spirituelle Aufgabe. Ich glaube, hier kann man fast irgendwo runterfallen. Und ich glaube, genau, das ist die eine Priesterin. Jetzt muss ich dann doch noch mal die Fackel ausmachen. Ja, dann muss ich nochmal die Fackel ausmachen. Ja, muss ich nochmal die Fackel ausmachen. Hilft nichts. Denn die Dame ist ein bisschen eklig. Die beschießt uns nämlich. Aber die Dame, die dort ist, das ist eine von den ursprünglichen Damen, die diesen Dämon besänftigen sollten. Die hat keinen Stab, greift uns nicht an. Die hat nämlich nur Wunder. Die heilt die ganzen anderen Gegner hier. Ihr seht, greift uns nicht an,
Ist komplett harmlos. Ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, sag mal, wieso gibt's denn diesen Dämon? Wenn der eigentlich besänftigt werden sollte von diesen Damen. Ja, die Damen waren wie alle Menschen einst Untote oder immer noch Untote und sind jetzt quasi zu Höhlen geworden. Hier übrigens ein weiteres Werkzeug, wie man sich viel vom Leib halten kann. Köderschädel. Denn diese Wesen, wenn wir die Fackel anmachen, die sehr sauer auf uns sind, wenn wir diese Fackel anmachen, die kann man mit Köderschädeln vertreiben. Damit kann man sie quasi ablenken und dann quasi an ihnen vorbeigehen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ihr seht, wie wenig Probleme ich hatte. Den meisten Schaden, den ich genommen habe, der kam daher, dass ich mich dumm angestellt habe und nicht, dass ich, dass das Areal mir Schwierigkeiten gemacht hat. Das ist einfach meistens nur Dinge, wenn ich mich dumm angestellt habe. Das waren quasi der Grund dafür, dass ich gestorben bin. Aber bevor wir uns mit den anderen hier, gehen wir zu diesem Leuchtfeuer. Du bleibst mir mal bitte hier gestohlen. Dankeschön. Und da. Hui. Na, liebe Freunde, das ist doch mal was. So. Ihr Nasen, ihr nervt. Und ihr seht, ihr hört ein. Oder beziehungsweise ihr seht, ihr hört einen weiteren Gesang. Das sind die weiteren Milfinito, die für uns singen. Das Sängerinnenkleid. Ja, sag mal, jetzt ist aber mal langsam gut hier. Der macht nichts anderes, als dieses komische Zeug zu verströmen, was einem die Ausrüstung kaputt macht. Ja, ihr seht auch, mutiert zu einer bestimmten Größe. Interessant ist, dass die hier Ausrüstungen kaputt machen, quasi so, als wenn sie sagen wollen, man verliert hier nicht nur seinen Verstand, sondern auch alles Weltliche. Alle weltlichen Güter bedeuten hier nichts, deshalb können sie auch kaputt gemacht werden. Und ihr seht, liebe Freunde, das war eigentlich nur, weil ich sehr vorsichtig vorgegangen bin, nebenbei noch ein bisschen erzählt habe, ne? Und euch über die Sängerin erzählt habe, die halt nicht mehr, die zu Höhlen geworden sind und dann ihren Job nicht mehr erfüllen konnten, mit ihrem Zauber diesen Dämon zu einzudämmen. Und dadurch konnte der Dämon dann wieder ausbrechen und hier sein Lager aufschlagen. Und was es mit dem Dämon oder der Dämonin auf sich hat, das erfahren wir dann in den nächsten Teilen. Jetzt sind wir erstmal durch mit dem Schrein von Amana. Ich habe hoffentlich in diesem und dem letzten Teil bewiesen, dass Schwierigkeit eigentlich nicht das Markante dieses Areals ist, sondern einfach nur, dass dieses Areal lehrt einen, vorsichtig zu sein. Und vielleicht auch mit Respekt hier durchzugehen, wie vielleicht man auch vor dem Tod oder vor den Toten Respekt haben sollte. Ansonsten lehrt es einen, Vorsicht, geruhsam zu sein. Und wisst ihr, was auch beruhigt? Das Dunkel. Und was wird hier unten, wer wird hier unten beruhigt? Leute, die das Dunkel und den Tod ertragen müssen. Ich weiß nicht. Ich finde dieses Gebiet sehr thematisch stimmig in seiner Art und Weise. In seinem Design, in seiner Lore, über die es natürlich im nächsten Teil noch mehr oder in den nächsten Teilen dann noch mehr zu erläutern gibt. Und der einzige Tod, den ich hier gestorben bin, war durch ein Phantom, mit dem ich nicht gerechnet habe, nämlich den guten Verlassenen. Und auch da bin ich nur gestorben, weil ich mich dumm angestellt habe. Also, liebe Freunde, ihr seht, das Gebiet ist nicht sonderlich schwer, wenn man weiß, was man zu tun hat. Oder wenn man erkennt, was das Problem dieses Areals ist oder die Herausforderung und sich dementsprechend dann anpasst. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Im nächsten Teil gibt es dann noch mehr Lore über den Schrein von Amana und gerade dann im Hinblick auf den Boss, auf den Charakter, der mit dem Boss verknüpft ist, auf die Milfinito, auf einen Schrein, den wir im Schrein von Amana antreffen werden. Vielleicht ist das auch der Schrein von Amana. Alles Spekulationen, die wir im nächsten Teil näher erläutern werden. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei Make Dark Souls 2 Great Again. Ciao!